ein herzliches Willkommen, meine Lieben, auf einem Event. Da seid ihr schon mal dabei und meine Schwester und ihre Freundin, die Scarlett, ist auch dabei. Und ihr seht es im Hintergrund ein bisschen. Moment, ich guck. Oh, Sonne. So, ich drehe mich mal hier einmal so kurz. Hier geht's zu wie Rock am Ring und Wacken gleich. Nein, Spaß. Ich bin mal wieder auf einem Tuning-Treffen. Da liegt gerade was über mein Display. Und ja, ich sehe gerade, boah, ja, egal. Wie gesagt, die zwei sind auch dabei und wollen das halt mal so ein bisschen miterleben. Und ja, ich zeige euch jetzt das einfach mal. Ja, da haben wir noch ein paar Stunden vor uns. So, das war jetzt das Warm-up bei ca. 4000 Touren. Und immer wenn ich im Manta sitze, dann komme ich ein bisschen vor wie der Till Schweiger aus dem Film Manta Manta. Ganz witzige Angelegenheit. So, wir starten. Ready for Takeoff, Michael, für deinen Manta. An der Fernbedienung auch so weit. Meine, bist du weit? Ja, gut. Du bist auch so weit? Dann will ich das nicht weiter in die Länge ziehen. Ihr habt jetzt noch 28 Sekunden Zeit. Niki 51,9, Rocky 49,0. Wie ist das? Ich bin soweit, ihr seid soweit, dann sage ich Ready, Set, Go, Finale in der 2 Kilowatt Klasse, das letzte Finale im DB-Drag. Dennis 150,0, PC 148,8, lauter traut er sich nicht, weil dann schieße ich mit der Leistung drüber, das habe ich vorhin schon gehört. Ich möchte jetzt hier ganz kurz bloß sagen, das Ende vom Event. Ich habe hier, Moment, den ersten Platz gemacht im Doppelpoint, das heißt doppelte Punktzahl, sprich 20 Punkte. Das heißt, wir sind rein theoretisch qualifiziert für die Europameisterschaft. Ich muss euch jetzt bloß hier sprechen, weil
Es hat jetzt so bitterböse krass zum Regnen angefangen. So richtig böse, böse zum Regnen. Wir sind jetzt alle in dem Zelt drin. Moment, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich muss mal meinen Scheibenwischer. Hier in dem Zelt drinnen. Alle, die B-Dragger, sind eingepfercht. Jetzt ist der Strom auch nur ausgefallen. Und schwupps, da war der Akku leer. Ich bin jetzt auf jeden Fall daheim und wollte hier das Ende noch sagen. Ich habe, wie gesagt, den ersten Platz gemacht. Die DB Dragger waren alle in dem Zelt drinnen. Das seht ihr jetzt hier gerade nochmal. Weil es so böse zum Regnen angefangen hat, dass es einen kurzen gegeben hat und der ganze Parkplatz auf einmal keinen Strom mehr hatte. Somit konnten auch viele Urkunden nicht ausgedruckt werden. Mir fehlt zum Beispiel jetzt meine Urkunde auch noch. Auf jeden Fall sind wir jetzt fast, also uns reichen die Punkte leider noch nicht ganz für die Europa- bzw. Weltmeisterschaft. Das heißt, ich muss noch ein paar Events anfahren. Aber ihr habt jetzt einen Teil gesehen. Im nächsten Event möchte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr nur allein vom DB Drag euch ein bisschen zeigen. Mir fehlen auf jeden Fall noch ein paar Punkte, um qualifiziert für die Weltmeisterschaft bzw. Europameisterschaft zu sein. Und freue mich natürlich schon drauf. Sobald ich natürlich weiß, wann die Meisterschaften sind, werde ich euch das Bescheid sagen. Es ist aber leider noch so, dass es noch relativ geheim bzw. in Klärung ist. Könnte durchaus möglich sein, dass die Weltmeisterschaft in Rom stattfinden könnte. Je nachdem, ich weiß auch nicht, wie die das machen, warum, wieso, weshalb. Sobald es aber rauskommt, werde ich es auf jeden Fall euch Bescheid sagen. Ich bin auf jeden Fall total stolz auf meinen ersten Platz. Das ist mein zweiter erster Platz, den ich jetzt bekommen habe. Und ja, ich bin da voll so happy drüber. Und es war noch ein Dankeschön an alle Eventler, die das Wochenende natürlich wieder dabei gewesen sind. Das war einfach wieder ein Top-Treffen. Es macht so viel Spaß mit euch. Es gibt immer was zum Lachen, immer irgendwas zum Schrauben, immer irgendwas, wo man irgendeine Idee hat, was total bescheuert ist, aber im Endeffekt einfach geil war. Zum Beispiel, ihr habt es ja gesehen, die Erste-Hilfe-Decken haben wir übers Auto getan, weil das so bitterböse heiß gewesen ist, der ganze Tag. Wir haben so um die 32 Grad gehabt. Und es war einfach so heiß und unser Dämmmaterial, das wir im Dach hier drin haben, alles weich geworden ist. Das Auto war nicht mehr hart, sondern ist einfach alles nur noch gewabbelt. Und ein paar sind dann auf die Idee gekommen, eben die Decken oben drauf zu tun. Und plötzlich hat es jeder gemacht und der ganze Platz hat auf einmal voll gefunkelt und geglitzert, weil jeder diese Decken oben drauf hatte. Das sah total krank aus. Aber es war einfach geil. Und dann das am Ende, dass es dann so geregnet hat. Wir standen dann in dem Zelt drin. Die DB Dragger in den Ecken haben dann das Pavio festgehalten, weil es so windig war, dass das Pavio andauernd es klopft hat. Das war total... zwischen dem Pavio waren Regenrinnen, so Klippregenrinnen, die dann plötzlich alle runtergegangen sind, weil es so schwer gewesen ist. Dann standen wir alle dran und haben das versucht zu flicken und der Boden, das war alles nass. Wir waren schon nur noch im Matsch gestanden. Und ich habe dann irgendwo meine Schuhe verloren. Ich bin dann die ganze Zeit eh schon barfuß rumgerannt. Und dann waren meine Schuhe einfach weg. Ja, und ich habe die ganze Zeit so Panik gehabt, weil wir eigentlich das höchste Pavillon hatten auf dem ganzen Platz. Und es hat voll gewittert. Und ich habe ganze Zeit gedacht, Leute, ihr dürft das Pavillon nicht festhalten. Wenn da der Blitz einschlägt, sind wir alle tot. Das war voll so... Oh. Aber es war einfach geil und einfach Dankeschön an euch allen. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Treffen wiedersehen. Und auch die, die das gerade angucken, vielleicht sagt ihr ja, hey, Ulm ist nicht so weit weg. In 2 Wochen bin ich zum Beispiel in Karlsruhe auf einem Triple Pointer, also wirklich einem großen Event. Und ja, vielleicht hat jemand Bock, mal vorbeizukommen und sagen, ja, hey, da ist die Niki, die kenne ich aus YouTube. Wie geil wäre das denn?
Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Es war jetzt ein bisschen klitzeklein bloß. Aber es war so ein kleiner Eindruck und bis bald. Ciao!